Maybach Music. Wir sind hier mit Jiggo. Wow, rettet er mein Leben. Hast du mein Leben gerettet? Ja. Wir retten einfach mein Leben. Crazy. Was willst du jetzt machen? Ja, zwei Ohrringe. Er macht sich Ohrringe hier in sein Ohr. Kann er machen? Nimm gerade den Chris rein. Aus mit Kampfsport. Ist schwer, oder? Ich mach Kampfsport. Ja, ich würde dir dann einfach empfehlen, das halt abzukriegen. Ne? Ach so. Lass dann nur, weil es muss drücken bleiben. Ja. Okay. Ja. Na, den tut's mal erst. Er macht Adresse. Nein, das ist nicht drauf. Ja, ja. Du auch? Ja. Einmal tief Luft holen. Das war's. Melvin? Ja. Hast du dein echtes Alter eingegeben oder? Natürlich. Der Boy hat Ohrringe. Aber so Le Boy Ohrringe. Le Bro Ohrringe. Die sind fresh. Die oder die? Eine von beiden. Die sind silber. Cool. Eine von beiden. Die sind aber billiger. Ey, 30. Digga, das sind 5 Euro. 30. Das sind 5 Euro. Brr. Hol mal einen Slip. Schau mir, nein, die sind am freshesten. Die hier. Die, ja, die passen. Nein, du bist der Type of Guy, der sich so Ohrringe macht. Oder hier, Ferrari. Ja, Ferrari. Brr. Mit Rose, guck mal. Mit iPhone. Weißt du, alle machen sich so, die, so dangeln, so ein Kreuz. Bis er, boy. Und Pony. Ja, das sind Verkäufer, Digga, wir sind allein. Hol ein Slay. Ich mach Mikrofon auf mein Handy. Das ist der Grund, warum die keine Chayas haben. Warum die keine Chayas haben? Weil die sich zu viel anstrengen. Hacks, die sind gar nicht interessant. Die sind nicht so mysterious. Yo, ich hab Chili Cheese. Das ist Big King, oder? Er sagt, was ein gutes Mädchen hat. 5 Sachen, die ein gutes Mädchen hat. Mhm. Ein Mädchen, die so ein Keeper ist, die man so behält. Okay. Ein gutes Mädchen hat Respekt vor den richtigen Leuten, keine schlechten Freunde, Aussehen, Loyalität. Du musst spezifischer gehen, du musst sagen, so Szenario. Zum Beispiel, ich würde sagen, ein gutes Mädchen für mich ist erstens bad. Das ist 1. Ja. Soll bad sein. Und damit man die keept, die muss gar keine Freunde haben. Die muss keine Freunde haben. Oder wenn dann so 2 Freundinnen, die auch so Beziehungen und so haben. Die müssen so nette ass Mädchen sein, die müssen so Engel sein. Die muss so Sachen mögen, die so Frauensachen, so kochen, putzen, die muss sowas mögen. Die muss sowas leben, die muss sowas sagen, wenn die sieht, ich nehme so Gabel falsch, die sagt so, was machst du da? So, die muss so Frauensachen machen. Ich finde, die muss eine gute Bindung zu ihren Eltern haben. Facts. Sonst hat kein Keeper. Aber was, wenn die keine Eltern hat? Die muss eine gute Bindung zu irgendjemandem haben. Okay, muss jemand sein, dem man vertrauen kann. Und es muss gewisse Menschen im Leben geben, denen sie vertrauen. Am besten sollte sie einen Vater haben. Und was muss eine Chai haben, damit du die smash nur? Danach egal ist, was passiert? Also ich bin Jungfrau, also weiß ich's nicht. Boy, if you don't get your squiggly diggly head. Warum Captain? Ich sag euch mal einfach Red Flags. Chaias, die du nur smashst. Du darfst sie nur smashen. Wenn du mehr machst, du bist dumm. Chaias, die du nur smashst. Ganz erste Stelle, die geht auf Rapes. Nummer 2, aber das ist Facts. Nummer 2, die hat sehr viele Freunde. Die ist jeden Tag bei irgendjemand zu Hause. Die ist in einer Woche bei 2 verschiedenen Jungs zu Hause und die sind Freunde. Das auch. Das geht gar nicht. Nummer 3, die fährt Motorrad. Stell dir vor, deine Chaya fährt Motorrad.
Red Flag. Raves, viele Freunde. Ho-Freunde, also Freundinnen. Drogen. Ja. 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 Das ist schon genug, glaube ich. Aber ich würde, man merkt, wenn einer eine Dadi ist. Oh, big red flag, wenn die so in echt so richtig fresh ist. Dir gefällt so alles, was sie macht. Aber wenn die so schreibt, also so komisch ist. Zum Beispiel, die hat so, die kann nicht antworten. Also die sagt, ich kann nicht antworten, Handy. Beschreib mal deine Erfahrungen mit Scheiß, mit schlechten Freunden. Welche meinst du? Alle. Okay, guck mal. Das Ding ist, viele Chayas haben mich so gesmashed beim ersten Mal treffen und so. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Da können auch so gute Chayas das machen. Aber es gab so eine, ich glaube, das war die schlimmste. Das war, ey, was hat die gemacht? Weißt du noch, die ich dir erzählt habe, die so einen Freund hatte und so Stories von mir so versteckt. Guck mal, also so eine Chaya, ich habe die so getroffen, wir haben so gesmashed. Und dann am Wochenende hatte ich so Sturm. Die kommt so zu mir und geht so, die übernachtet bei mir so eine Nacht. Und das war alles so fresh und ich dachte mir, damn, vielleicht kann ich was Ernstes mit der haben und so, ne? Weil ich dachte mir so, die ist fresh und so. Und dann, so ein paar Tage später, nachdem die bei mir übernachtet hat und so, wir haben so unser Ding gemacht und so. Ich guck gar nicht. Ein Kollege von mir, Allen, sagt so, ist das diese eine Chair, mit der du immer abhängst? Also immer so, mit der, die bei dir zu Hause war? Ich sag so, ja. Und ich sag, Digga, die hat einen Freund. Ich so, was? Das Cap. Ich gehe auf ihren Profil, ich sehe Memories, also diese Highlights sind weg von Insta, ne? Und ich denke mir so, damn, was ist da los? Ich gehe da drauf mit so Fake-Account und ich sehe, die hat so Highlight-Story mit ihr Freund, so, ich liebe dich, du bist mein Herz. Und sowas. Und die ist bei mir zu Hause am Wochenende. Und das war genau so eine Chaya. Die geht so auf Raves, nimmt Drugs, ist so, hat so Anxiety in so Public-Orten. Ich höre, wenn ihr sowas seht, ihr könnt die smashen, das ist kein Problem, aber mehr, ich schwöre, könnt ihr nicht machen. Das ist so nasty. Warum ist Burger King so nasty in den Finger?